Dr. Hubmer, wann hat die Firma Kona ihre Arbeit aufgenommen? Wo waren die ersten Einsatzbereiche? Kona selbst wurde vor 28 Jahren gegründet mit der solaren Trocknung. Haben wir vor ca. 20 Jahren begonnen, und zwar speziell für den Einsatz in Lateinamerika, besonders Nicaragua, El Salvador. In diesen Gebieten ist oft gar keine Energieversorgung mangelnder Infrastruktur vorhanden, beziehungsweise für die Bevölkerung zu teuer. Wie konnte diesem Problem begegnet werden? Es war uns bewusst, dass mit Öl, Gas und anderen teuren Energieträgern keine leistbare Trocknungsanlage oder auch ökologisch vertretbare Trocknungsanlage von uns aufgebaut wird. Also wir mussten auf die in der Natur vorhandenen Energien wie Sonnenenergie setzen, und dafür war es wichtig, die passende Technologie zu entwickeln. Braucht man in warmen Gebieten wie Mittelamerika überhaupt eine Trocknung? Es ist in diesen Gebieten zwar richtigerweise sehr heiß, aber es ist auch sehr feucht. Wir arbeiten in tropischen Gebieten, wo wir extreme Umgebungsfeuchte haben und Jahresniederschläge zum Teil über 5000 mm. Dort wächst alles üppig und schnell, aber es verdirbt auch sehr schnell. Umso wichtiger ist es daher, rechtzeitig zu trocknen. Was hat dazu geführt, dass diese Technologie auch in Europa und mittlerweile international zum Einsatz kommt? Wir selbst sind eigentlich seit Anfang an im Bereich Solarenergie und Hackschnitzel engagiert. Unser eigenes Betriebsgebäude ist von Anfang an mit diesen beiden Energiequellen versorgt. Und wir hatten zunehmend Probleme mit dem feuchten Hackgut. Und daher haben wir mit der Entwicklung von solaren Hackschnitzeltrocknungen begonnen, wobei uns die gesamte Erfahrung und die Vorentwicklungen in Lateinamerika sehr zugute kamen und die Effizienz und Sparsamkeit auch in diesem Bereich sehr wirksam zum Einsatz kam. Das Prinzip ist durchdacht. Luft wird im Solarluftkollektor mittels Sonnenenergie erwärmt. Diese wird mittels energiesparender Ventilatoren zu einer Mischbox transportiert, um mit zusätzlicher Umgebungsluft das Luftvolumen zu vergrößern. Die sehr trockene, günstig gewonnene Warmluft wird nun durch das frische Hackgut geführt und ermöglicht so binnen ein bis maximal zwei Wochen, je nach Jahreszeit, eine Reduktion von etwa 50% auf unter 20% Feuchtegehalt. Dadurch ist das Hackgut in seiner Qualität konserviert, kann nicht mehr selbst erwärmen, verliert daher keine Heizenergie mehr, setzt keine Schimmelsporen an, friert im Winter nicht mehr zusammen und verbrennt sauberer und effizienter. Wir hätten vor, dass wir im Jahr 3000 Kubikmeter Hackschnitzel trinken. Einfüllen damals hauptsächlich zwischen 45-55%. Also früher aus dem Eigenwald oder Zukauf? Oder? Naja, mir dann hauptsächlich mein Sohn, der hat trainiert Hackschnitzel, eine Nahwärmeanlage in Wartberg, wo er die ganzen öffentlichen Gebäude heizt. Der braucht ca. 1000 bis 1200 Kubikmeter trockenes Hackgut. Und da wird, da fällt meistens schon eine Anlage für ihn. Passt, was er trägt, er kauft es nach, sie hat gut, wir trägen es und dann führen wir es ihm rein. Das andere ist auf das, was da rundum von uns für die Landwirte sind, die was wir auch landtrocknen dann. Und wir selber, wir haben auch ein kleines Heizwerk geholt, wo wir da die ganzen Häuser bis dort da, wo die Firma ist, das heizen wir. Und wir brauchen ca. 300-400 Kubikmeter. Ja, funktionieren tut's einwandfrei. Das Kona Trocknungssystem ist aber nicht nur für die Hackschnitzeltrocknung konzipiert. Das System kann sehr einfach und mit wenigen Arbeitsschritten in der Getreideerntezeit auf eine Getreidetrocknung umgebaut werden. Selbst die Anlagenmontage ist je nach Größe in wenigen Tagen abgeschlossen. Dabei werden die Kollektoren im Dach statt der Ziegeldeckung wetterdicht montiert
und die Luftschächte Unterdach zur Misch- und Trocknungsbox geführt. Herr Westenrieder, Sie als Biolandwirt mit eigener Molkerei betreiben eine der größten solaren Trocknungsanlagen in Bayern. Wofür nutzen Sie dieses Trocknungspotenzial von mehr als 100 kW? Wir brauchen die solare Trocknung für unser Heu zum Trocknen, damit wir Heumilchbetrieb sind. Und dann in der Zeit, wo wir nicht Heu trocknen, werden wir Hackschüttel trocknen. Wie kamen Sie auf die Idee, eigentlich Heu und Hackschnitzel solar zu trocknen? Hat das auch einen ökologischen Hintergrund als Biobauer? Das auf alle Fälle. Also wir haben ja die Hackschüttelanlage, die Heutrocknung schon 2011 gebaut und haben momentan nur einen Ofen zur Wärmeerzeugung. Für mich war immer klar, wir müssen die Sonne nutzen. Und jetzt durch den Bau der neuen Halle hat sich das so ergeben, dass wir ursprünglich geplant haben, eine Dachabsaugung zu machen. Aber nachdem dass die Kona Luftkollektoren sehr effektiv sind, habe ich mich für das entschieden. Und damit die nicht ungenutzt Wärme erzeugen, haben wir gesagt, bauen wir nur eine Hackschüsseltrocknung. Da die Nachfrage nach getrockneten Hackschüsseln bei uns eigentlich immer im Wachsen ist. Die Leistung ihrer etwa 160 Quadratmeter Solarpower ist nicht nur auf den Hochsommer ausgelegt. Hat die Größe einen umfassenderen Zweck? Ja, erstens einmal ist es so, dass wir Heutrocknen natürlich beim ersten Schnitt vielleicht noch nicht die große Wärme haben und auch den letzten Schnitt, wo wir trocknen, da die Sonneneinstrahlung nicht mehr so intensiv ist, dass wir da auch noch relativ viel Energie vom Dach runterbringen. Und ich denke, das Hackschnitzeltrocknen wird immer mehr und dass wir halt natürlich auch unsere Hackschnitzeltrocknung möglichst lang betreiben können, vielleicht auch übers Jahr durchgehend. Herr Dr. Hubmer, in Mitteleuropa, vor allem im deutschsprachigen Raum, finden wir neuerdings, ähnlich wie in Zentralamerika, wechselhafte klimatische Bedingungen vor, mit oft hoher Feuchtigkeit. Wie wirkt sich das auf die Getreide- und Heuernte bei uns aus? Gerade bei dieser wechselhaften Witterung ist es wichtig, dass die Ernte gesichert wird und rechtzeitig eingebracht werden kann und dann die Solaranlage auch bei dieser wechselhaften Witterung noch gute Erträge bringt und die Ernte sichert, also eine gute Glasabdeckung hat und einen effizienten Kollektor, der die Energie entsprechend umsetzt. Als innovatives oberösterreichisches Unternehmen geht Kona nachhaltige Wege. Wer hat davon einen Nutzen? Unsere umfassenden Entwicklungen im Bereich der Solarlufttechnik und im Bereich der solaren Trocknungstechnik kommen engagierten Landwirten, Forstwirten, Heizungsbetreibern und Sägewerken zugute, die damit Hackgut trocknen und ihre Ernte trocknen und damit ihre Heizungen mit hochwertigem Material versorgen können. Der Bedarf an trockenen Hackschnitzeln steigt. Lohnt sich das für die Betreiber einer Kona-Trocknung? Wichtig ist dabei, dass wir eine sehr sparsame, energiesparende Anlage vorfinden, mit der man mit wenig Energieeinsatz hohe Aufwertungen des Materials erfährt und damit der Nutzen bei unseren Kunden bleibt. Und wir erleben, dass gerade in den letzten Jahren unsere aktiveren Kunden ihre Anlagen bereits erweitert haben und damit ihren Ertrag steigern konnten.